Gar nichts zu sagen, weil ich habe noch nie Gras genommen. Ja, ich habe gekifft, Jahre lang. Ja? Habe ich Erfahrung gehabt. Ach so. Ja. In der Schweiz war gerade so Abstimmungen über das, ob es jetzt legalisiert wird oder nicht. Es war mit, keine Ahnung, Hälfte fast, aber es war abgestimmt worden, dass es nicht angenommen wird, dass es weiterhin illegal bleibt. Ich denke, für den Staat ist das natürlich ein Vorteil. Sie könnten so eine Mehrwertsteuer drauflegen, sie könnten Steuern aus diesem rausziehen, Geld rausziehen. Ist ja an sich eigentlich schon ganz sinnvoll, oder? Ich meine, bevor die Leute es irgendwo im Park oder auf dem U-Bahnhof kaufen, sollen sie es doch einfach irgendwie im Shop aus dem Steuereinnahmen, hat der Staat auch noch was von. Ja. Sonst muss halt nicht kriminalisiert werden. Also ist ja Justiz bestimmt auch Besseres zu tun, als sich irgendwie mit Leuten rumzuschlagen, die für 5 Euro... There's like 4 states in America, marijuana is legal. You can buy marijuana, you can smoke and everything. Only for medical purpose, though. For yeah, medical purpose, not for, purpose, not for everyone. Medical purpose. So and you have to be 18 and over. Das finde ich okay. Also man sollte das nicht zu sehr kriminalisieren. Also die sollten sich mehr auf andere Sachen konzentrieren als auf sowas. It shouldn't be legal. It's dangerous for the health. Okay. Right. It makes you high and do things you don't want to do. Ordinarily. Yeah, so if you are not in your right state of mind, you can't do what you're supposed to do. You cause problems for yourself and for the people around you. But I think that, you know, now if you don't have any limitation, like after, like let's suppose after 18 you can smoke marijuana, people will not smoke that much because it's so easy to get it, right? Mm. We always go after those things, it's complicated. Ich glaube, das Cannabis ist nicht eine Lösung. So. Häufig wird das Cannabis von, also die ich kenne, die brauchen das Cannabis ein bisschen, für aus ihren Problemen rauszukommen. Aber da gibt es einiges bessere Lösungen. Ja, es kommt drauf an. Wenn jetzt zum Beispiel hier am Alex, wie wir schon von den ganzen Kiffern kennen, dann wird es hier auch hier auf dem Platz sein, also wird es nicht viel ändern. Aber sonst, ja, würde dann verbreiteter sein und dann würden mehr Abschnittskinder da sein. Also ist nicht so toll. Ja, aber dann würde wirklich jeder da drankommen und. Irgendwelche kleinen Kinder würden das nehmen, falls das nicht irgendwie ab 18 ist. Yeah, there definitely have to be like some restriction. Like it should be controlled by the government, for example, or by some people that authorized by the government. Alcohol to a large extent is generally acceptable already. Yeah. So there's nothing one can actually do about that. But marijuana is still tempt to be a drug. And so drugs World Health Organization recommends 5 oz of alcohol for women, 10 oz for men daily. But that is not enough to say people should drink alcohol. It's too easy to get the alcohol everywhere, no matter the beer or the schnapps, for example. So and it's. Sometimes it's really easy to get overdosed. So I think alcohol is more dangerous. Es ist ja so, dass Alkohol genauso schädlich ist wie, also vielleicht sogar noch schädlicher, keine Ahnung. Und darum wird halt nichts gemacht. Und da sitzt dann halt der Papa da am Abend und sagt, hier, mein Sohn, du bist 13, jetzt kannst du ja dein erstes Bier mal trinken mit mir. So. Und das ist irgendwie okay. Aber wenn der Sohn dann nach Hause kommt und bekifft ist, dann ist es so, wow, wie schrecklich. Das ist anders als Alkohol, ne? Aber ich meine, Alkohol gibt es auch. Ja, man bist da, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute sich irgendwie auf Alkohol gekloppt haben. Ja. Gerade hier am Alex, ja. Haben letzten Jahr diesen Johnny totgeprügelt. Ja. Weiß nicht, hätten sich zusammensetzen können, dann rauchen können, weißt du? Genau. Das ist ja nicht Wäre passiert. Gewesen. Ich hab's leider ein bisschen eilig. Ja, okay, aber danke schön. Trotzdem. Okay, danke. Was halten Sie davon, wenn Alkohol illegalisiert werden würde und Cannabis legalisiert? Ey, das bin ich gegen auf jeden Fall. Bist du gegen? Ja. Aber warum? Ja, ich kiffe nicht mehr, ja. Also Gras. Naja, eigentlich generell nur, dass man das als Medizin benutzt. Nur um halt zum Beispiel Leute, die starke Schmerzen haben, einfach nur so zu lindern. Aber sonst, man voll cool drauf sein könnte damit. Ja. Man kann daraus vieles machen. Papier, man kann daraus Öle machen, man kann daraus Klamotten machen. Ja, Klamotten. Ich habe doch eine Jacke aus Cannabis gemacht. Du hast eine aus Cannabis gemacht? Ja, das ist übergeil. Die hält alles aus. Das ist krass.
Eine Jacke aus Cannabis, aber die rauchen kann man die nicht. Nein, ja. die ist so bearbeitet, die kann man nicht mehr rauchen. Ach, so ein Ärmel wäre doch schön, wa? Was waren die Klamotten? Ja, was halten Sie von der männlichen Nutzhanfpflanze? Okay, na, die sind nicht geeignet zu rauchen, ne? No, 0% consumption. Zero, thank you. Okay, thank you very much. Yeah.